Hallo zu diesem Video. Das letzte Video, also falls ich in der Reihenfolge jetzt veröffentlicht habe, war was mit dem Seelenplan. Und da habe ich direkt gleich danach das nächste Video gemacht zu der Idee, was ist Vergebung? Naja, das ist so eine Sache mit der Vergebung. Ich biete jetzt einfach mal meine Idee an. Ich habe über Vergebung alles, was ich lesen konnte, gelesen. Ob das jetzt im Kurs in Wundern war, da steht jetzt sehr viel drüber. Es gibt ja so viel Literatur, wo immer wieder drin steht, man muss vergeben. Das steht eigentlich überall drin. Die ganzen Weisheitslehrer sagen, ja, Vergebung ist das Maß der Dinge. So, ich gehe immer davon aus, dass wenn jemand sowas sagt, gerade große Weisheitslehrer, dass die wissen, von was sie sprechen, dass sie es erforscht haben und dass sie recht haben. Nichtsdestotrotz prüfe ich halt für mich, geht das? Super. Geht's nicht? Warum nicht? So. Ich bin sicher, dass Menschen, egal, also die große Weisheitslehrer, ich bleibe jetzt mal bei denen, wenn sie sagen, du musst vergeben, den anderen oder dir, damit meinen, dass du mit dir und mit der Umwelt in Harmonie kommst. Das macht Sinn. Denn wenn du nicht vergibst, dann hast du Stress, dann hast du Wut, dann bist du traurig, dann bist du sauer. Wenn du anderen vergeben kannst, dir vergibst, dann ist ja alles egalisiert, ausgeglichen, in Ordnung. Es gibt keine Differenz mehr, es gibt keinen Stress, es ist die Wut, die Trauer, die Angst, was auch immer noch dahinter steckt, also steckt dahinter, ist da nicht mehr gegeben. So gesehen, ja, definitiv. Jetzt denke ich halt noch ein bisschen anders drüber nach. Als Pragmatiker, Handwerker, Wissenschaftler, egal wie ich es bezeichnen möchte, sage ich mir, okay, was bedeutet vergeben? Ich nehme ein Beispiel, es gibt sicherlich sehr viel mehr. Was nehme ich denn jetzt? Also ich sage vielleicht zu einem Freund, zum Therapeuten, zum Coach, wie auch immer, ich habe Stress mit, ich nehme jetzt mal meinen Nachbarn. Ich muss jetzt echt überlegen, ich kann mir gar nicht vorstellen, was es sein könnte. Ja, gut, egal. Kann man sich sicherlich vorstellen. Ich denke, das hatte ich früher auch. So, also, der sagt jetzt, was ist denn los? Ja, der hat mich beleidigt, verletzt. Was habe ich gesagt? Der Nachbar, glaube ich, ist egal, ob Beziehung, Nachbar, Chef, Freundin, Freund, egal. Ich habe Stress mit jemandem und jemand anderes sagt, du pass auf, das ist doch alles nicht so schlimm. Der hat es vielleicht gar nicht so gemeint. Jetzt hast du den blöd angemacht und so. Ja, und vielleicht verstehe ich es dann auch noch und sage, oh nee, stimmt, du hast ja recht, mein Nachbar hat es ja nur gut gemeint, oh, und ich Idiot, habe den blöd angemacht, oh Gott. Und jemand sagt zu dir, oder in dem Fall dann zu mir, jetzt mal kein Theater draus, vergib dir doch einfach, weil dem Nachbar muss ich ja nicht mehr vergeben, habe es ja kapiert, dass es mein Fehler war, ein Missverständnis. So eine Sache. Ich würde sagen, das ist ziemlich dumm. Oder leichtsinnig. Warum? Wenn ich verstehe, was hinter all dem steckt, dann muss ich nichts mehr vergeben. Und das versuche ich jetzt mal ein bisschen aufzudröseln. Das heißt also, ich würde nie zu jemandem sagen, vergib jemand, weil ich finde es eine furchtbar arrogante, überhebliche Art. Denn wenn ich jetzt zu dir sagen würde, pass auf, du hast mich blöd angemacht oder du hast mich bestohlen oder was auch immer, ich vergebe dir. Was ist denn das für ein Mist? Dann mache ich doch nichts anderes, glaube ich, wie man in der Kirche macht. Ich erteile dir hiermit die Absolution, ich vergebe dir. Was? Das ist für mich Blasphemie. Dann spiele ich mich wie Gott auf. Ich überhebe mich über jemanden, sage, ich bin besser wie du. Ich kann dir vergeben. Das kann gar niemand. Sowas ist anmaßend und arrogant, was kann ich, wie es nennen soll. Blasphemie, Gotteslästerung. Wenn irgendjemand jemanden vergeben müsste, wäre es Gott, was auch immer das für dich ist, und der würde nie auf die Idee kommen, irgendwas zu vergeben. Der würde sagen, du bist ein Mensch, eine Seele, die hier inkarniert ist, um Erfahrung zu machen. Jetzt mache ich so ein Theater draus. Hör auf, irgendwelchen Menschen zu vergeben oder gar dir. Bist du größenwahnsinnig? Denn wenn du vergibst, guckst du nicht mehr. Das heißt also, wenn jemand sagen würde, Michael, vergib dem anderen doch. Oder vergib doch dir, dass du den Nachbarn blöd angemacht hast. Und ich mache das, dann sage ich, okay,
war ein Fehler von mir. Ich möchte nicht so streng oder hart mit mir ins Gericht gehen. Ich vergebe mir jetzt. Und im Nachbarn auch gleich. Das Rundum-Paket. Zwei zum Preis für einen. Ich vergebe meinem Nachbarn auch. Was war nicht für was? Weil er blöd war oder letztendlich, wenn mein Freund mich überzeugt hätte, würde ich ja nicht mehr sagen, der war blöd, der hat einfach recht, ich habe es nicht geschnallt. Aber ich kann dem noch mitvergeben, wie auch immer. Aber ich vergebe mir jetzt. Prima. Wenn du dann allen Ernstes glaubst, dir geht's besser, Schätzchen, dann hast du den Knall nicht gehört. Nicht nur, dass eine arrogante, anmaßende überhebliche Art ist, einem anderen zu vergeben, sondern in dem Moment, wo du dir vergibst, glaubst du, es ist vorbei. Selbst wenn du dich dabei wohlfühlst, dann bist du deinem Ego auf den Leim gegangen. Denn du hast nicht weiter geforscht. Forsche ich dann weiter? Also es kommt jemand zu mir und sagt, Michael, soll ich meiner Partnerin vergeben? Die hat mich mit meinem besten Freund betrogen. Sag ich, okay, wie kommst du jetzt drauf, dass du ihr vergeben musst? Ja, alle sagen, man muss verzeihen und vergeben. Sag ich, stopp, verwechsel jetzt hier nicht Birnen mit Äpfel. Verzeihen und vergeben ist nicht das Gleiche. Aber es geht in die gleiche Richtung. Was willst du jetzt, verzeihen oder vergeben? Und jemand sagt, ich weiß nicht, sagt, wir können beides nehmen, beides ist Mist. Und warum? Sagt jemand, aber die alle sagen doch, was habe ich gesagt, ja, die Freundin, ich nehme jetzt an, der sagt, seine Freundin ist fremdgegangen oder so, ist jetzt egal wie, ich nehme jetzt mal der Mann, da kommt ein Mann und sagt, meine Frau ist mit meinem besten Freund fremdgegangen. Und ich hasse sie dafür, ich hasse meinen Freund und alle sagen, du musst deiner Frau oder Freundin vergeben, du musst deinem möglichen vermeintlichen Feind vergeben, sonst findest du nie Ruhe. Nee, du findest mit Vergeben ganz sicher keine Ruhe. Selbst wenn du es dir einbildest. Denn wenn jemand sagt, soll ich jetzt vergeben, sage ich, ich sage jetzt nicht, was du machen musst, aber wir klären jetzt mal. Was musst du denn vergeben? Weiß ich nicht. Und sage ich, ja, dann fing es raus. Ja, mein Freund hat mich betrogen, ich möchte dem vergeben. Er hat sich auch bei mir entschuldigt, er hat sich auch von meiner Freundin wieder getrennt und möchte wieder mein bester Freund sein und mit meiner Freundin möchte auch nichts mehr zu tun haben, ich auch nicht, ist ja alles okay. Und sage ich, okay, mach, was du möchtest. Dabei kommen wir zum Vergeben zurück. Du willst deinem Freund vergeben, dass nichts mehr zwischen euch steht. Okay, verstehe ich. Aber was genau möchtest du ihm vergeben? Er hat mich doch betrogen. Hast du nicht zugehört, Michael? Er hat mich betrogen, indem er, mein bester Freund, mit meiner Freundin ins Bett ging und sie mir abspannen wollte, bis er gemerkt hatte, dass sie auch nicht die richtige Wahl ist. Also hat er sie wieder abgeschossen. Sag ich, okay, was möchtest du nochmal deinem Freund vergeben? Er hat mich betrogen. Sag ich, oh, das möchtest du ihm vergeben. Donnerwetter. Sagen wir, wieso sagst du das so komisch? Dein Freund hat dich betrogen? Ja, er war doch mein bester Freund. Er ist doch mit meiner Freundin ins Bett gegangen. Der wollte sie, hat sie mir ausgespannt. Der hat ihr auch erzählt, was ich für ein Idiot bin und was ich alles falsch mache. Sonst hätte sie ja nicht auf seine Seite gekriegt. Ich, ist egal, was er gemacht hat. Woher, sage ich dann immer, kennst du das Gefühl des Betrogenseins? Weißt? Woher weißt du, dass man das so nennt? Egal, ob du sagst, ich fühle mich betrogen, ich fühle mich verarscht, ich fühle mich hintergangen. Das sind ja alles nur Etikettierungen, also Worthülsen, für ein darunterliegendes Problem. Ich kürze es dann mit den Menschen ganz schnell ab und sage, schließ mal deine Augen. Fühle mal, wie sich betrogen, hintergangen, was auch immer der sagt, anfühlt. Wenn du in dieses Gefühl gehst, ich sage dann immer, stell dir vor, du kriegst mit, dass dein bester Freund mit deiner Freundin fremdgegangen ist. Irgendwann hast du es ja mitbekommen. Dieser Moment, wo es dir den Stecker zieht, wo es dir den Boden wegzieht, ist der Moment, wo du die Welt in Frage stellst, wo dein Gehirn dann, um abzulenken, sagt, er hat mich betrogen oder dieses Miststück und so weiter. Das sind nur hilflose Gedanken, die ein Gefühl darunter verschleiern wollen, nämlich das Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit. Erinnere dich an meine Videos, ich sage immer, es geht immer nur darum, diese absolute Ohnmacht und Hilflosigkeit in dir zu fühlen. Und wenn du das nicht fühlst, dann wirst du draufgehen irgendwann. Denn wenn du deinem Freund vergibst, dann hast du verpasst, dass dein Freund dir ein völlig normales Gefühl übergestülpt hat, weil jeder kennt dieses Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit, und du hast eine Chance verpasst, es zu lösen. Denn wenn du deinem Freund vergibst, dann hast du einen grausamen Fehler gemacht. Erstens mal bist du so arrogant und glaubst, du bist so mächtig, jemanden vergeben zu können. Und du wirst nicht merken, dass wenn du das tiefere Problem dahinter nicht gelöst hast, durch den blödsinnigen Vergebungsprozess, wirst du nie merken, dass du
deinem Freund nie, trotz allem, auch wenn du es gerne möchtest, definitiv nicht vertrauen wirst. Bei deiner nächsten Freundin wirst du ihn, ohne dass du es merkst, ganz sicher nicht mehr mit ihr alleine lassen. Und wenn du sagst, nö, hab ihm doch vergeben, ich sage, Scheiß hast du getan. Du hast nur vergeben, damit du deinen Scheiß nicht fühlen musst, dass du dein schwer verletztes inneres Kind nicht fühlen musst. Das ist doch Wahnsinn. Also bevor jemand vergibt, würde ich sagen, fühl mal. Dann sagt er ja, was soll ich machen? Fühl mal, wie es ist, wenn du dich jetzt ohnmächtig und hilflos fühlst. Du kriegst ja mit, dass dein bester Freund und deine Freundin dich betrogen haben. Und dann fühl mal. Und dann sag mir, wie alt du bist. Dann sagt jeder, ich fühle mich klein und hilflos. Und dann sage ich den Menschen, jetzt fühlst du dich wie ein kleines, hilfloses Kind, vielleicht im Bauch deiner Mutter, weil sie dich abtreiben wollte, weil sie dich nicht haben wollte, weil du nicht geplant warst, oder bei dem Geburtstrauma fühlst du dich hilflos. Also jeder Mensch trägt Ängste in sich. Wer das nicht verstanden hat, hat überhaupt nichts vom Leben verstanden. Angst ist normal. Jeder hat Angst. Das ist ein ganz normaler Prozess, den sollte man auch lösen. Und jeder hat irgendwelche traumatischen Erfahrungen, die man lösen sollte, habe ich in all meinen Videos schon mehrfach erklärt. Wenn ich also mit jemandem dann da reingehe und sage, jetzt fühl mal die Ohnmacht und Hilflosigkeit, dann kommen Tränen, dann kommt Wut, dann wird all das, was damals, was dich zur Ohnmacht und Hilflosigkeit gebracht hat, gelöst. Das ist jetzt stark verkürzt, das muss man halt ein paar Mal machen und so weiter. Aber das erkläre ich ja alles in meinen Videos, in meinen anderen Videos zum inneren Kind und so weiter. So. In dem Moment, wo ich da reingehe, dieses furchtbare Gefühl der Hilflosigkeit und Ohnmacht identifiziere als schon da gewesen in meiner Kindheit, wo ich ohnmächtig und hilflos war, oder im früheren Leben, egal wo ich gelande, dann kann ich es ausdrücken, kann diese Energie aus meinem Traumagefäß rauslassen, dann ist nachher keine Energie mehr da drin, dann brauche ich auch keine Energie mehr für Schutzschilder, die meine Lebensenergie bündeln oder kosten. Und dann bin ich so voller Liebe, so voller Ruhe, weil ich es gelöst habe, weil ich an den Schmerz drankam. Das kann man nicht alles auf einmal lösen. Aber bei der ersten Sitzung schon zeige ich das den Menschen. Und dann fühlen die, ja, das ist der Punkt, darum geht es. Und das muss ich jetzt halt noch öfter lösen oder drangehen, bis es gelöst ist. Und wenn ich dann am Ende der Sitzung jemanden frage, und du warst ja jetzt letztendlich hier, weil du vergeben lernen wolltest oder verstehen wolltest, dann werden 100% der Menschen, die das verstanden haben, sagen, was? Wie, was soll ich machen? Nix. Ich habe dir ja gesagt, vergeben ist Mist. Aber du wolltest ja vergeben verstehen. Was? Nee. Ich habe jetzt verstanden, dass mein Freund und meine Freundin mir ganz klar durch diese Aktion gezeigt haben, dass ich Leichen im Keller habe, dass ich eine absolute Angst in mir trage, nämlich diese Hilflosigkeit und Ohnmacht. Und da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Hättest du, Michael, mich nicht drauf hingewiesen, hättest du gesagt, ja, vergib einfach mal, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwann an Krebs oder einer anderen Autoaggressions- oder Immunkrankheit gestorben, weil ich es ja nicht rausgelassen habe, weil ich aus Versehen vergeben habe, aber mein Problem nur überdeckt habe mit Vergeben. Wenn ein Mensch wirklich in absolut hundertprozentiger Liebe ist, dann ist er in diesem Space, den man mit dieser Idee des Vergebens erreichen möchte. Die Idee ist ja nicht falsch. Nur es schafft ein normaler Mensch einfach nicht. Und ich glaube, wenn jemand in diesem Zustand ist, also so habe ich es immer erfahren, wenn ich in solchen Zuständen bin, dann gibt es nichts mehr zu vergeben, weil ich dann weiß, und da gehe ich mit meinen Klienten auch einen Schritt weiter, nicht immer in der ersten Situation, je nachdem, wie wir vorankommen, sage ich dem auch, okay, jetzt hast du rausgefunden, zuerst hast du Wut gehabt, Trauer, Hass, dann wolltest du es halt loswerden durch Vergeben oder was auch immer. Jetzt haben wir festgestellt, es ist wenig zieldienlich, du kommst tiefer und jetzt empfindest du für deine Ex-Partnerin und deinen Ex-Freund oder vielleicht zukünftigen Freund so viel Liebe, letztendlich für dich, weil du es verstanden hast, dass du sagst, eigentlich müsste ich den beiden dankbar sein. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, das ist ja aber völlig daneben, ist ja weit hergeholt. Sag ich, nö, niemand wird eine Beziehung mit jemand eingehen und betrogen werden von Freundin oder Frau, wenn er dieses Betrugsthema nicht in sich trägt. Das ist ganz einfache Physik. Das Gesetz der Anziehung, ich ziehe dieses Thema an, das Gesetz der Resonanz, ich komme mit dieser Schwingung, dass ich nichts wert bin, so fühle ich mich ja, oberflächlich betrachtet, wenn ich feststelle, die haben mich verarscht oder betrogen. Und das Gesetz der Hermetik spielt hier eine Rolle, wie innen zu außen. Ich ziehe im Außen nur Dinge an, die ich in mir trage. Also wenn ich das Thema brauche, betrogen zu werden, dann nur, weil ich mich mein ganzes Leben selbst betrogen habe. Wenn mir keiner gesagt hat, dass ich mein Thema, meine Traumen lösen soll oder auch einmal da zum Seelenplan kommen, mal endlich meinen Seelenplan rausfinden sollte. So. Das heißt, der Mensch erfährt dann, ich brauche ja gar nichts vergeben, ich müsste ihm sogar dankbar sein. Und wenn ich jetzt
noch einen Schritt höher, geh mit den Leuten und sage, wenn du jetzt mal deinen Seelenplan betrachtest und dich fragst, warum bist du hier, dann weißt du, du kommst aus der Einheit, du weißt, dass du Liebe und Freude und Leichtigkeit erfahren möchtest, aber du musst um Liebe, Leichtigkeit, ich bleibe jetzt einfach mal bei diesem Wort Liebe, also bei dieser unheimlich schönen Energie, wenn du, oder ich nenne es mal Freude und Leichtigkeit, Liebe ist so ein, wird oft falsch verstanden. Wenn du jetzt hier Liebe, so sage ich schon wieder Liebe, also Liebe, Leichtigkeit, Freude, darum geht es ja auch um Liebe, entdecken möchtest und keine Angst mehr haben musst, das zu verlieren, dann musst du erstmal das Pendant lernen. Das heißt, du gehst irgendwo von mir aus auf den Schulungsplaneten Erde, wo du mit diesem Körper konfrontiert wirst, den mit deinem Verstand, den du nie gebrauchen kannst. Also du wirst auf jeden Fall erstmal leiden auf der Erde, in der Hoffnung, dass du das Leid durchlebst oder transzendierst. Dann wirst du absolute Freude, Leichtigkeit in diesem herrlichen, wunderbaren Körper mit diesen tollen Menschen ja überall und diesem genialen Planeten erfahren. Aber du musst erst durch den Schmerz. Denn wenn du mal durch den Schmerz bist, kannst du Freude, Liebe, Leichtigkeit locker leben. Du hast nämlich keine Angst mehr, sie zu verlieren. Ein Mensch, der den Prozess abkürzt oder abkürzen möchte, es geht gar nicht, und sagt, ich möchte Liebe erreichen, ich möchte Leichtigkeit, möchte Freude erreichen. Und ich sage, dann musst du erst durch die Angst. Nö, ich werde positiv denken, ich werde beten oder irgendwas machen. Ich möchte Leichtigkeit und Liebe erfahren. Ich habe keine Ängste. Das ist immer die dümmste Aussage von Menschen. Ich habe keine Ängste. Das ist Unsinn, das gibt's gar nicht. Du bist hier, um Ängste zu transzendieren. Das wäre ja furchtbar, dann wärst du auf dem falschen Planeten gelandet, wenn du keine Ängste hättest. Das gibt es gar nicht, macht keinen Sinn. Also, wenn du das gelöst hast, dann hast du keine Angst mehr, es zu verlieren, weil Menschen, die es eben nicht gelöst haben, da war ich gerade, die sagen, ich möchte die Abkürzung. Ich möchte Leichtigkeit, Liebe, Freude erfahren. Sag ich, ja, musst erstmal da unten durch, bevor du da hochkommst. Nö, will ich nicht, will gleich da hoch. Und sag ich, hast du einen Dachschaden? Spinnst du? Wenn du da oben bist und es da unten nicht kennst und nicht gelöst hast, hast du da oben ständig Angst, runterfallen zu können. Du bist dann schneller da unten, wie du denkst. Oder du kettest dich da oben fest, aber du weißt ja nie, ob die Kette reißt. Das heißt, wenn du da mal durch bist, dann hast du keine Angst mehr vor da unten. Da hast du deine Schrankwand eingebaut, Chips, einen Großbildmonitor, wenn du möchtest, oder was zu lesen. Weil da unten ist es sehr schön, wenn man es richtig verstanden hat. Die Angst davor ist mal sehr schlimm, weil man nicht merkt, dass man da unten überhaupt nicht ansatzweise das erlebt, was man glaubt. Im Gegenteil. Also gut, um es abzukürzen jetzt. Du wirst dann feststellen, hey klar, ich bin hier gelandet, um zu lernen. Jetzt habe ich eine Tafel bekommen, Hausaufgaben, Lernaufgaben. Also wenn du sagen würdest, lieber Gott, ich möchte mal aus dem Paradies raus, ich nehme jetzt halt mal so ein Klischee oder so ein Konzept. Und da wird liebe Gott sagen, alles klar, ruf mal Petrus her, der soll mal kurz das organisieren, dann suchen wir einen Schulungsplaneten für dich und dann gehen wir auf die Erde mit Schwerkraft und so weiter, wo du dann sowieso von vornherein leiden wirst, weil du vergessen hast, gehst du durch Tor des Vergessens, wer du bist und so weiter. Und dann ziehst du sie rein. Nur Meisterschüler kommen auf die Erde. Und viele fallen halt durch, die sterben halt und haben es nicht geschnallt. Gut, dann müssen sie halt nachsitzen, reinkarnieren selbstständig. So, also jetzt sagst du, ja, ich will ein Meisterschüler sein, ich will auf die Erde, ich will diesen Fleischsack, diesen Körper hier haben, mit diesen Rezeptoren, die mich lähmen und nerven, weil ich diesen wunderbaren Körper nicht in Besitz nehmen kann. Und dann kriegst du Aufgaben. Zum Beispiel eine Lektion in der 6. Klasse ist jetzt, dass deine Freundin, die du dann irgendwann als Lehrerin suchst und dein Freund, den als Lehrer suchst, die werden jetzt die Lektion von Ohnmacht und Hilflosigkeit beibringen. Und ja, das heißt also, du inszenierst das, steht alles auf deinem Lehrplan und jetzt sitzt du da und jammerst rum. Und wenn du jetzt beten würdest, lieber Gott, wie konnte das passieren, dass mein Freund und meine Freundin mich betrügen? Würde liebe Gott runterrufen und sagen, hast du den Knall nicht gehört oder was? Du bist doch Meisterschüler. Du wolltest doch auf den Schulungsplaneten Erde. Und wenn ich es dann einmal nachlese, steht drin, am schnellsten kommst du nach Hause, wenn du den Trennungsschmerz fühlst. Sonst kommst du nicht zurück in die Einheit, wenn du die Trennung nicht merkst, fühlst. Und das habe ich dir geschickt. Ein Freund, der sich von dir trennt, eine Freundin, die sich von dir trennt, die den Trennungsschmerz, die Ohnmacht und Hilflosigkeit schickt, das stand auf deiner Agenda. Ich gebe dir die Aufgaben, jetzt maulst du rum. Du willst keine Hausaufgaben machen, du willst die Lektion nicht. Die hast du dir ausgesucht, also wieso maulst du jetzt hier rum? Wenn du es verstehen willst, dann sagen, ja klar, ich bin ja ein Meisterschüler. Ich wollte ja viel lernen. Und jetzt maul ich auch noch, dass ich mittags noch lernen muss. Ja, aber wenn ich vorankommen möchte, brauche ich halt Aufgaben. Aber wenn mir die Aufgaben dann plötzlich mal passen, dann muss ich mal entscheiden. Möchte ich an Verblödung sterben und meinen Lehrplan abkürzen oder nicht annehmen? Oder sage ich, hey, nee, das steht vielleicht auf meinem Lehrplan. Und ich kann auf jeden Fall was draus machen, wenn ich nachgucke. Wenn ich jetzt jemanden vergebe,
Ja, dann gucke ich möglicherweise an den Mativ und sage, es gibt gar nichts zu vergeben, weil ich habe ja auf meiner Agenda stehen, dass dieser Typ, den ich meinen Freund oder besten Freund nenne und meine Freundin, ich habe diese Seelengefährten und Kollegen ja engagiert als Schauspieler, die mich in die Tonne klopfen, damit ich weiterkomme. Wie kann es dann sein, dass ich jemand vergeben muss? Dem muss ich danken, sagen, geiler Job, das ist richtig gut durchgezogen und zum Glück habe ich es geschnallt. Läuft alles prima. Also wenn du es auf einer höheren Ebene betrachtest, läuft alles nach deinem Plan. Und was gibt es da bitte zu vergeben? Dass du es nicht geschnallt hast. Das gehört dazu. Da musst du dir auch nicht vergeben. Also prüfe, ob das Konzept des Vergebens Sinn macht. Ich sage nein für mich. Und ich weiß allerdings, was es heißt oder was es bedeutet. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn du in diesem Prozess des Vergebens bist. Nur ich würde es niemals als vergeben bezeichnen, sondern als einmaliger oder als unglaublich schöner Moment, wo ich mich mit allen verbunden fühle. Da komme ich aber auch nicht auf die Idee, mir zu vergeben, weil ich ja der Dummkopf war, der es nicht geblickt hat. Nein, ich bin dann auch in voller Liebe mit mir, mit dem Wahnsinn, den ich betrieben habe oder was auch immer. Und da habe ich nicht das Gefühl, dass ich was vergeben muss, sondern dass ich eins bin mit dem. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, wenn ich in diesem Moment noch sage, ich vergebe mir an allen und es hilft dir, naja, warum denn nicht? Ist ja nicht schlimm, mach es. Nur achte darauf, dass du den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machst. Dass du, bevor du jemand, sei es dir oder einem anderen, vergeben möchtest, finde erstmal raus, was möchtest du denn vergeben? Dass du ein Lebewesen bist? Dass du Lektionen bestellt hast, die du nicht verstanden hast? Was denn? Und wenn du hinterschaust und hauptsächlich fühlst, wirst du feststellen, es gibt gar nichts zu vergeben, weil ich bin so in Harmonie und Liebe mit allem, da würde ich nicht auf die Idee kommen, was zu vergeben. Wenn es dir davor hilft, ein Vergebungsritual oder Prozess zu machen, um in den Space zu kommen, okay, nur achte darauf. Ja, das ist halt allein schlecht, oft zu prüfen, wenn man noch nicht so weit ist. Ist das jetzt wirklich ein schönes Gefühl durch den Prozess des Vergebens, das ich wollte? Oder ist es einfach nur mein beruhigtes Ego, weil ich nicht mal tiefer gucken muss? Das ist oft allein, wenn man die Erfahrung hat, vielleicht nicht rauszufinden. Ich kläre das immer mit meinen Klienten oder auch mit meinen Schülern. Und dann habe ich zu 100% immer das, kriege ich die Aussage, ja, ich verstehe jetzt gerade gar nicht mehr, was soll ich jetzt vergeben? Oder muss ich? Ich habe dir ja schon gesagt, find selbst raus. Und wenn du selbst auf die Idee kommst, ich muss das nicht, dann lass es. Aber wenn du das Gefühl hast, ja, ich mache das jetzt noch und es stört dich im Prozess nicht, es verschleiert nichts und es gibt ja noch so ein zusätzliches Gefühl von irgendwas, dann ist es doch richtig. Ich weiß, was die Lehrer damit meinen, die Weisheitslehrer. Ich weiß aber auch, dass es ein normaler Mensch überhaupt nicht versteht, nicht schaffen kann, weil er nicht so weit ist. Es ist ein Zwischenschritt, ja. Aber auf diesen Zwischenschritt zu kommen, ja, wie gesagt, unser Ego steht uns so auf dem Weg. Finde selbst raus. Klar, wie ich es im letzten Video gesagt habe, wenn du dann Kommentare reinschreiben möchtest, ich möchte hier nochmal erwähnen, dass ich kaum noch Kommentare beantworten werde oder kann zeitlich und so. Deswegen denk nicht, dass ich das mich nicht interessiert, was du schreibst, aber ich habe keine Zeit, mehr so wirklich die Kommentare konsequent zu beantworten, zumal es sehr viel was wäre, was ich schreiben müsste. Also vielleicht antwortet jemand anders, vielleicht antworte auch ich, wenn du eine Frage hast oder was mitteilen möchtest. Wichtig ist immer, bevor du irgendwas kommentierst oder reinschreibst, prüfe es. Denn es gibt viele Leute, die sagen, sie wären erwacht. Wenn ich dann höre, was sie schreiben, oder sagen, denke ich, du weißt überhaupt, wie man erwacht schreibt. Bei dieser Frage kannst du nicht erwacht sein. Sonst würdest du das wissen und nicht schreiben. Also wie gesagt, egal was du reinschreibst, schreib es gerne rein. Dafür ist ja die Kommentarfunktion, schreib alles rein, was du reinschreiben möchtest. Wenn es mir gelingt, lese ich es ab zumal und vielleicht antworte ich kurz. Aber wenn du große Fragen stellst, werde ich sie meist nicht beantworten können. Zumal wenn du alle meine Videos angeschaut hast, hast du die Frage oder die Antwort sowieso schon selbst. Und wenn es lange Kommentare sind, die kann ich sowieso dann in der Regel nicht lesen. Gut, alles klar. Ich mache sie auch. Damit du weiterkommst, dass du deine Wahrheit rausfindest. Und darum geht's. Glaube mir nicht, glaube am besten niemandem. Nimm es als Indiz oder Hinweis, um zu forschen. Wenn du was Besseres, anderes, Wahreres für dich rausfindest, dann bitte mach das und nimm nicht meins. Dann ist auch nur das, was ich erforscht, erfahren habe, wohlwissentlich, also von mir wohlwissentlich, dass ich ganz sicher nie die universelle Wahrheit kennenlerne. Und wenn ich in so einem State bin, wo ich fühle, was die Wahrheit ist, und dann gibt es nichts mehr zu erklären, nichts mehr zu verstehen.
Ja, Punkt. Und das, was ich jetzt halt hier so erkläre oder so, das sind halt Hinweise oder Ideen, die wir mit unserem Verstand erstmal versuchen zu erfassen. Das heißt, unser Bewusstsein erweitern und dann in der Hoffnung, dass es auch auf tiefer Ebene, vielleicht sogar auf einer Seelenebene erfährst, dann hast du deine eigene Wahrheit. Dann weißt du, dass es nicht mehr darum geht, irgendwas zu verändern, sondern in dem Augenblick so zu sein, in dem einen Augenblick, den es nur im Leben gibt. Und dann weißt du, was ich meine. Dann ist es unbedeutend, was ich sage. Okay, in diesem Sinne hoffe ich, dass es dir wieder ein bisschen weitergeholfen hat. Dein Michael.